Na gut, dann wollen wir mal alle Wurzeln abklappern. Das wird eine ganze Weile dauern. Also fangen wir mal da unten links an. Müssen wir noch an einem Stein vorbei. Aber das dürfte kein Problem sein. Hust, hust. Genau, dir wollen wir folgen. Oder auch nicht. Wir warten lieber, bis du nochmal zurückkommst. Und jetzt. Hinterher, hinterher. Und. Huh. Nicht getroffen. Und da fällt mir auf. Das muss wieder hoch. Und das auch. Ja, in den Pausen mache ich immer den Ton aus, damit ich nebenbei was anderes machen kann. So, Wurzel. Das Wurzel. Nehmen wir mal den Ast. Ha, Moment mal. Geheiligter Stab aus altem Holz. Das ist doch auch eine Zutat für die Kiste, oder? Ha, schön, schön. Und jetzt, wie sprechen wir eine Heilung auf die Wurzel und nicht auf uns? Nichts passiert. Gucken wir mal. Ah, schön, schön. So, ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie man sowas wieder löscht, also mache ich einfach mal ein X drunter. So, nächste Wurzel ist ganz weit weg. Da lang nicht. Das ist wie so ein Labyrinth-Spiel inzwischen schon. Also die immer auf den Papierservietten drauf sind. Da ganz hoch. Also zurück zum Eingang. Und den Nordosten. Mann, 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 Mann. Ja, das kann auch lustig werden. Also vielen Dank nochmal für den Tipp. Sonst hätten wir hier echt Stunden verbracht. Besser gesagt, ich Stunden. Hätte ich wahrscheinlich offscreen gemacht. So, an dir auch vorbei. Schon wieder nicht getroffen. Heute ist mein Glückstag. Okay. Das hätte ich jetzt vielleicht nicht sagen sollen. Jetzt werde ich die nächste halbe Stunde durchgehen mit Steinen bombardiert. Nee, den Altar brauchen wir nicht. Wir wollen nur zum Eingang. Der Eingang ist hier. Also links rum. Hier hoch. Und dann geht's noch einen Weg lang. Immer noch einen Weg. Überall sind Leichen, soweit so gut. Stein. Gut, da geht's hoch, da wollen wir nicht hin. Wir wollen darum dahin. Aber hier war der blöde Teleporter, der den Ninja-Stein hinterher teleportiert. Aber gut, wir sind in einem Ruck durch. Anscheinend, wenn man einmal das neue Ziel eingestellt hat, geht er auch nur zum neuen Ziel. Also wir sind jetzt ja jedes Mal, wenn wir da rein sind, da wieder raus. Vorher sind wir da rein und sind zweimal wieder da gelandet, bevor wir dann da gelandet sind. Aber ja, die Teleporter sind komisch. Und hier war ein Dreher drin. So, nächste Heilung. Verbraucht er jetzt mehr Mana? Also es kommt ein bisschen so vor, als wenn durch den Stab die Heilung zwar stärker wird, aber dafür auch teurer. Warum steht da ein da? Wurzel da X. Na gut. Also, das wäre die zweite Wurzel. Die nächste Wurzel ist runter und an dem Stein vorbei zu der Wurzel. Wieder ein Dreher. Ja, es ist gut, dass man von vornherein hier den Kompass hat und ihn nicht erst finden muss wie in anderen Spielen. Das hatte ich, glaube ich, bei Lands of Lore damals gehabt. Den Kompass kann man nämlich finden an einer bestimmten Stelle. Und wenn man... Au. Und wenn man nicht weiß, dass man genau da danach suchen muss, dann findet man ihn einfach nicht und muss jedes Mal auf die Karte gucken, um die Richtung zu sehen. Oh oh, der Stein kommt gleich wieder. Das war gerade nochmal gut gegangen. Und sind wir da eingequetscht worden. So, da kommt jetzt auch X hin. X, so, also wir haben die Wurzel da unten, da und da. Haben wir noch 1, 2, 3, 4 Wurzeln. Und da kommen wir wie hin? Zurück dahin. Wie kamen wir hier überhaupt hin, in den Bereich? Ach, der einsame Teleporter, genau. Gut, also wir gehen jetzt zurück nach rechts, darum, dahin bis zu den Stacheln. Dann mal gucken, wie weit ich komme, ohne auf die Karte zu gucken.
Also ihr merkt es wahrscheinlich nicht, aber das Feuer ist tierisch laut. Ich muss das jedes Mal nacheditieren. Naja. Das war übrigens wieder die garstige Falle, wo der Stein reinrollt und man währenddessen in einem Raum voller Flammen festhängt. Ja, der Teleporter ändert doch wieder seine Richtung. So viel zu der Theorie. Also, wir wollten zurück. Und dann nahe dem Hauptraum einmal abbiegen zu den Stacheln, genau. Und hier waren auch Dreher drin. Also nicht nur Dreher, sondern auch Beweger. Also es gibt ja reine Drehfallen, die einfach nur die Richtung ändern, ohne dass man es merkt. Und dann gibt es noch die Krümelfallen. Das heißt, die Fallen, die einen wirklich drehen und danach bewegen. Wo ich am Anfang dachte, das wäre meine Tastatur, die da spinnt. So, da rum, da raus, da rum. So, geht immer nur noch einen Weg lang. Ja, und hier ist die Markierung böser Stein. Da ist aber gar kein Stein. Der Stein ist da unten. Böser Stein, lass mich durch. Da geht's nicht rein, aber da. So, hier war eine Wurzel und der Teleporter. Die Wurzel ist hier. Na, diesmal lohnt sich's wenigstens auch. Heilen wir uns selbst mit. Also, hoffentlich. Schade. Heilt wohl, wenn eine Wurzel in der Nähe ist, nur die Wurzel und nicht uns gleich mit. Aber na gut. Wir wollen jetzt da rein zum einsamen Teleporter. Oh, und nicht vergessen, die Wurzel zu markieren. Sonst laufen wir dann ja nochmal hin. So schusselig, wie ich manchmal bin. Oder wenn zwischen den Aufnahmen zu viel Zeit vergangen ist. Also so ein halber Tag oder so. Wo ist die Wurzel? Da ist die Wurzel. Danach fehlt nur noch eine, oder? Also nächste Wurzel markiert. Die da fehlt noch. Und die da ganz unten. Da müssen wir erst zurück zum Eingang. Also hier rum, da rum. Oh, warte mal. Wir sollten ein, zwei Steine mitnehmen. Das blockiert nichts. Nee, gut. Aber sonst haben wir echt nichts mehr, um auf die Druckplatten raufzulegen. Wir haben zwar jetzt wieder zwei neue Blöcke bekommen, aber die gehen ja auch weg wie warme Semmel. So, hier konnten wir durch. Durch den Teleporter wollen wir nicht. Wir wollen runter und dann hier irgendwo, genau da, die Wurzel heilen. Wenn es denn noch reicht. Ja, schön. Bisschen knapp, aber gut. Nächstes X. Ja, ist eine wahnsinnig spannende Folge, ich weiß. Und da ist die letzte Wurzel. Also zurück in den Teleporter. Dann kommen wir bei dem da raus. Schade, dass wir da nicht durch können. Und müssen hier ganz oben wieder durch die Stacheln durch. Und dann, ja. So, jetzt erstmal zurück zum Teleporter. Da. Jetzt sind wir unten bei dem einsamen Teleporter. Und da kommt ein Stein. Können wir noch ein bisschen... Komm, geh vorbei. Wir wollen raus. So. Ja, warum ist denn hier ein Dreher? Na gut, das hinterfragen wir mal nicht. Aber schon komisch, dass eigentlich alles auf der Karte eingezeichnet wird. Sogar Geheimgänge, wenn man sie dann einmal gefunden hat. Aber diese Dreher nicht. Auch vorbei. Dann müssen wir jetzt darum, da runter und an den ganzen Teleportern vorbei. Das laute Feuer. Ja. Aber die Teleporter da waren ja eigentlich kein Problem. Da sind wir in den vordersten rein, sind zum hintersten hin teleportiert worden. Ja, genau so ungefähr. Ah, wir haben gar keinen Mana mehr für den letzten Heilzauber. Oh. Und wir haben nur noch unsere drei
Mana-Pflanzen, die wir eigentlich als Vorrat haben wollen. Das ist ärgerlich. Gegengifte bringen uns jetzt nichts. Die würden uns was bringen, wenn wir einen Mana-Altar hätten. Komisch, hat sich nicht irgendwo eine Pflanze noch versteckt? Na gut, dann essen wir halt eine. Das reicht hoffentlich. Und. Punkt. Gut. Aber echt knapp. Ah, nein. Ja, der ein oder andere mag sich jetzt fragen, warum wurdest du denn geheilt? Nee. Ich habe die Wurzel vergessen anzulegen. Na gut, dann mache ich jetzt eine kurze Pause und wir sehen uns dann in einer Sekunde für euch wieder, in 15 Minuten für mich. Armes Gerukon. So, da wären wir auch schon wieder. Jetzt haben wir den Ast in der Hand. Dann können wir die Wurzel hoffentlich richtig heilen. Mal gucken, was dann passiert. Nichts. War das doch noch nicht die letzte? Machen wir erstmal hier ein X. Da ein X. So, die haben wir, die haben wir. Die haben wir, die haben wir, die haben wir, die haben wir, die haben wir. Das sind alle Wurzeln. Irgendwie hätte ich jetzt erwartet, dass irgendeine Animation kommt oder unser Held was sagt, aber. Na gut, dann gehen wir einfach mal wieder ganz nach oben zu der Waldnymphe. Wie hat die irgendwas zu sagen? Geradeaus. Sonne, was war das denn hier? Ah, hier braucht man den Sonnenschlüssel. Na gut. Also zurück zum Eingang des Vergnügungsparks. Es ist immer noch komisch, sich das als Vergnügungspark vorzustellen, aber gut. Und dann da zum Totenbaum. Nein, so war das nicht geplant. Einmal rein und dann darum. Können wir jetzt hier auch irgendwo abkürzen? Weil als wir ganz oben waren, ist ja ein Teleporter aufgegangen nach hier unten in den ersten Stock. Ah ja, da. Hoffen wir mal, dass da zurück genauso funktioniert und wir nicht irgendwo am Arsch der Welt landen. So, hier, genau. Das müsste jetzt der oberste Stock sein. Und da geht's raus zur Nymphe. Ich habe getan, worum du mich gebeten hast. Die Wurzeln sind geheilt. Ich habe es in meinem Herzen gespürt, noch bevor ich deine Worte hören konnte. Wie ich es versprochen habe, werden sich die Äste über die Narbe strecken. Schön, schön. Du hast mir einen Weg gezeigt, der mir vorher unbekannt war. Und du hast uns allen das Leben geschenkt. Leb wohl. Oh, das war ein fairer Tausch. Also die Äste. Nein, Du das wollte hast ich mir nicht. und du Ich wollte eigentlich nur gucken, ob man irgendwo die Wurzeln sehen kann, wie sie jetzt über den Dingens hier rüber gehen. Also über die Brücke kamen wir ja nicht rüber. Sie meinte jetzt, dass ihre Äste über die Narbe hinausreichen. Die Narbe wird dann wohl diese Schlucht hier sein. Aber es wurde nichts Neues eingezeichnet. Und nein, wir wollen immer noch nicht mit ihr reden. Und man sieht hier auch nirgendwo was. Na gut, dann müssen wir vielleicht ganz raus und uns unten umgucken. Also, hier durch. Dann außenrum. Aber konnten wir überhaupt draußen irgendwo rumgehen? Also um den Baum rumgehen selber nicht, ne? Wir sind halt über diese Brücke rüber, wo man das Wasserrad betätigen musste. Und dann kamen wir direkt hier in das Wurzelwerk rein. Wir hätten gar keine Chance, den Baum direkt anzugucken. So, nehmen wir die Abkürzung zum Eingang und aus dem Eingang raus. Ja. Jetzt sind wir. Hier ist das Wasserrad. Hier ist die Brücke und danach geht es direkt zu den Wurzeln runter. Also wir stehen jetzt hier. Und den Bernsteindrachen haben wir immer noch nicht gesehen. Und wir haben auch noch kein Behältnis, um das Bernsteinzeug da aufzufangen.
Na gut, dann gehen wir mal durch den Bernstein-Teleporter. Vielleicht finden wir da das Behältnis und eventuell einen zweiten Ausgang, der uns dahin führt, wo die Wurzeln über die Narbe rübergehen. Was zur Hölle? Das ist wieder so ein Loch an der Wand. Was hast du denn zu sagen? In dieser Kammer ist ein Krug. Der Preis ist ein Rubin. Füllt man hinein das Drachenlicht, bleibt es für immer drin. Huh, also ist der Behältnis doch ein Stein, so wie ich das hier gemutmaßt hatte mit dem Rubinsplitter und dem Herzstein. Aber gut, erstmal speichern wir kurz ab. LP27 ist okay.